Als nächster am Wort ist der Herr Abgeordnete Magister Michael Hammer. ÖVP und ein Landesbeamter aus dem Mühlviertel. Diese heutige Aktuelle Stunde der NEOS zeigt es wieder einmal, und das ist auch bei meinem Vorredner Klaus Brink schon zum Ausdruck gekommen, den zentralistischen Grundkern und damit den bürgerferneren Zugang der NEOS, der sich an diesen Debatten immer mehrmals festiert. Das Thema an sich, der Staatsaufbau, die Kompetenzverteilung zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften, vor allem aber auch der Abbau von Bürokratie, von Regulierung, Vereinfachung von Verfahren, ist natürlich ein wichtiges, und gerade die ÖVP ist die Partei, die in allen Ebenen von der Gemeinde über die Länder bis zum Bund stark verankert ist und hier glaubwürdig arbeitet. Sie sind sehr stark am Bund verankert, in anderen Gremien scheitert es ein bisschen, was auch aktuelle Umfragewerte bei den Landtagswahlen zeigen. Darf aber gleich vorweg sagen, dass natürlich ein gewisser Handlungsbedarf und ein permanenter Optimierungsbedarf besteht und die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Länder immer wieder hinterfragt und auch abgeändert werden muss. Hier sind aber auch entsprechende Initiativen und Umsetzungen geplant. Was aber absolut nicht zulässig ist, und das tun die NEOS, seitdem es gibt, das bisherige System nur um seine eigene Daseinsberechtigung irgendwo zu rechtfertigen, es total ineffizient darzustellen und die Länderebene vor allem es Verschwender und Spendierer darzustellen, weil gerade die Arbeit der Landesregierungen der Länder von den Bürgerinnen und Bürgern sehr geschätzt wird, und daher ist es absolut nicht zulässig. Für uns ist ÖVP, und das habe ich schon gesagt, sind permanente Verbesserungen und Optimierungen ein wichtiges Ziel, und hier ist auch mit den Ländern totale Übereinkunft, dass man an der Kompetenzverteilung, an der Deregulierung arbeiten wird, und der Herr Finanzminister ist hier ein glaubwürdiger Kämpfer, dass da in den nächsten Monaten auch entsprechende Initiativen gesetzt werden. Ich darf aber schon mit der Behauptung auch aufräumen, dass die Länder auch verantwortungslos und Politikbereiche betreiben und nur das Geld hinausschmeißen, weil gerade die Länder ganz wichtige gesetzliche Pflichtausgaben erfüllen. Ich denke da zum Beispiel an den ganzen Krankenanstaltenbereich, an den Bereich Pflege und Betreuung, die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung, die gesamte Kinder-, Jugendhilfe, dann auch der Bereich des Wohnbaus, Natur-Umweltschutz und vor allem auch der wesentliche Bereich der Bildung, der Pflichtschulen, was von den Ländern vollbracht wird. Und ich glaube, da sind die Länder sehr, sehr verantwortungsvoll. Und im Zusammenhang mit der Bildung ist natürlich dieser Vorschlag, der zentralistische Schulen unter 300 Schülern zu schließen, absolut abzulehnen, weil da gäbe es in Oberösterreich Bezirke, wo es nur eine Schule geben würde. Ich darf aber schon auf einen Bereich kommen, den Sie auch immer wieder missbrauchen zu politischen Diskussionen, das ist der Förderbereich. Sie tun ja oftmals so, als wären Förderungen von Grund auf etwas Schlechtes, und die Grundidee der Förderungen, gewisse Anreize zu setzen, damit die Menschen auch gewisse Aktivitäten setzen und einen Anreiz bekommen, ist ja grundsätzlich positiv. Und Sie wenden sich da oft an irgendwelche Darstellungen auch des Rechnungshofes, dem Grundfehler aufsitzt, dass alles, was nicht gesetzliche Pflichtausgaben sind, also Ermessensausgaben, werden es Förderungen tituliert. Und das ist nur ein Teil der Wahrheit, weil nicht alle Ermessensausgaben klassische Förderungen sind. Ich mache das an einem Beispiel aus meinem eigenen Bereich, der Sozialbereich des Landes Oberösterreich, dingfest. Da gibt es Förderungen, so wie Sie sie bezeichnen. Da werden aber zum Beispiel gefördert die Beitragsstützung von Pflegestunden in der mobilen Betreuung, die Investitionsförderung zum Bau von Alten- und Pflegeheimen und von Behinderteneinrichtungen. Es werden Beschäftigungsprojekte gefördert und es werden viele andere Maßnahmen gesetzt in der sozialen Rehabilitation. Das ist Förderungen abzutun, das sind in Wirklichkeit wichtige Pflichtaufgaben, die mit diesen Ermessensausgaben gefördert werden. Ja, das ist, wie gesagt, unverantwortlich, das ist Spendierföderalismus abzutun, und gerade in diesem Bereich wird sorgsam mit Steuergeldern umgegangen und werden gerade auch Initiativen gesetzt, zum Beispiel das Setzen auf einer sogenannten Sunset-Klausel, der Minister hat das auch schon vorgestellt, wo man wirklich Förderungen überprüft, ob sie noch notwendig sind und sie auch entsprechend auslaufen lässt. Die Erarbeitung einer gesamtstaatlichen Förderstrategie und auch das Projekt der Transparenzdatenbank, das von der ÖVP initiiert wurde und auch in Umsetzung sich befindet. Das ist in Umsetzung, ich weiß auch selber, weil ich an dem Projekt auch dort mitwirke. Die ÖVP steht für einen modernen Föderalismus, der sich ständig weiterentwickelt und verbessert wird. Hier wird verantwortungsvoll gearbeitet, werden entsprechende Maßnahmen der Kompetenzbereinigung, Verwaltungsvereinfachung und Deregulierung gesetzt. Diesen Weg sollte man weitergehen. Ihre Hysterie und generelle Verurteilung des Systems ist nicht angebracht.